Goodbye Phantom. Nach über 40 Jahren verabschiedet die Luftwaffe eine Legende. Mehr als 100.000 Besucher aus aller Welt bevölkerten das niedersächsische Wittmund am letzten Juniwochenende. Kein international bekannter Rockstar, zu dem Ansturm in dem ostfriesischen Städtchen geführt, sondern der Abschied der Luftwaffe von einer Legende unter den Kampfflugzeugen, der Phantom II. Nach 40 Jahren und 279.000 Flugstunden werden die beim Jagdgeschwader 71 letzten als Luftverteidigungsdiesel bezeichneten Kampfflugzeuge endgültig in Rente geschickt. Ein nicht alltägliches Ereignis also. Und so wollen die Richthofener den Tag mit allen feiern, die sich von der Phantom verabschieden wollen. Zu der Party eingeladen waren mehr als 40 historische und aktuelle Luftfahrzeuge aus dem In- und Ausland. Am Boden können so die Besucher Jets aus nächster Nähe betrachten und die Künste der Piloten am Himmel. Während sich immer mehr Besucher an der Flight des Flugplatzes Wittmund Hafen versammeln, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was der Verband seinen Gästen bieten möchte, lässt sich nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln. Nach intensiven Vorbereitungen wird es für die Besatzungen und Techniker nun ernst. Der Formationsführer brieft letztmalig die Details der Mission Farewell Flight. Mit unter den aufmerksamen Zuhörern ist der Kommodore des JG-71. Auch für ihn ist dieser Tag etwas Besonderes. Man geht immer so eine Art emotionale Bindung mit seinem Flugzeug ein, vor allem, wenn man es dann über die Jahrzehnte auch geflogen hat. Ja, es ist dann schon ein Abschied, der so ein bisschen ans Herz geht, das ist klar. Das geht mir auch nicht anders. Aber wir haben den Vorteil gegenüber vielen anderen, wir konnten uns über Jahre und Monate hinweg auf diesen Zeitpunkt, der lange im Vorfeld bekannt war, auch vorbereiten. Also wir sind über die Schmerzphase im Prinzip hinweg. Wir freuen uns jetzt auf den letzten Flug, wollen da hier nochmal eine ordentliche Performance bieten, wollen der Bevölkerung einen würdigen Abschied mit der alten Dame Phantom bieten. Schließlich ist es soweit. Die Besatzungen gehen zu ihren Phantom und stellen sich für die Fotografen vor die goldblau lackierte Jubiläumsmaschine mit der Kennung 3701. Diese Maschine war die erste, die 1973 an das JG-71 übergeben wurde und nach dem Letztflug als sogenannte Sockelmaschine an 40 Jahre Phantom in Wittmund Hafen erinnern wird. Die Vorbereitungen werden abgeschlossen. Langsam rollen die vier Phantom nahe an den neben der Flight stehenden Gästen vorbei, um bis 14 Uhr die Startformation einzunehmen. Symbolisch in das Programm eingebunden wurde auch die Zukunft des Verbandes, der Eurofighter.
Mit dem Eurofighter wird der Auftrag nahtlos durchgeführt. Die zukünftig enge Verbindung der fliegenden Verbände Bölke und Richthofen soll auch durch die Lackierung der Eurofighter-Finne unterstrichen werden. Während die Jubiläumsphantom mit dem Commodore des JG-71 als Backseater noch eine Platzrunde dreht, zeigen sich die Gäste von dem Phantom-Farewell begeistert. Ich habe sowas noch nie aus der Nähe gesehen. Das war für mich faszinierend. Ich finde das gut, dass sie sowas veranstalten. Ich finde, das sollte häufiger gemacht werden. Ich finde, es sollte auch ausschweifender gemacht werden. Also es hätten noch mehr Flugzeuge ausgestellt werden können, finde ich. Noch mehr Hubschrauber, um auch die Zivilen dafür auch zu begeistern. Ne? Also vor allem, weil wir ja keine Wehrpflicht mehr haben. Also um da auch in die Zukunft zu investieren. Das war das letzte Mal, dass wir sie hier in Deutschland gesehen haben. Jetzt sind nur noch die türkischen und griechischen Phantom übrig. Die Phantom wird mit dem Verschwinden aus diesem berühmten deutschen Geschwader seltener. Ein trauriger Tag. Sad day. Goodbye, Phantom.